Gut. Das ist ein Fortschritt. Der Geschmack. Wow. Warum schmeckt das so vertraut? Was? Alles aufgegessen. Aber Satnob wird darüber lachen können. Schon wieder? Wie konnten Sie es schon wieder zerstören? Essen ist das... Wonach suchst du denn heute? Nutz das gut. Fremder. Dazu würde ein bisschen Sacro-Käse gut passen. Bist du ein Jäger? Himmelsmenschen lässt man besser in Ruhe. Ist die Zeit Nawuk gekommen? Nawuk ist eine ungewöhnliche Aranahe. Sie tut entgegen. Gern und laut ihre Meinung kund. Wir können sie nicht beruhigen. Nicht einmal ihre Tochter Wefilo dringt zu ihr durch. Nach ihrem letzten Streit rannte Wefilo direkt zum Ende des Steinklingengrats, zu den unnatürlichen Wolken der Himmelsmenschen. Bitte, wir brauchen deine Sarentu-Diplomatie. Wenn du Wefilo hilfst, hilfst du uns allen. Gottner weiß, dass Krieg Wahnsinn ist. Thank you.
Diese Verschmutzung. Oh, du bist es. Ich dachte, ich wäre alleine. Meine Mutter Nawuk zog sich hierhin zurück, nach langen Diskussionen, bevor die Himmelsmenschen das Land vergifteten. Ihr geht es schlechter, seit sie das nicht mehr tut. Ihre Wut beherrscht sie. Als ich sie damit konfrontiert habe, endete es mit lautem Geschrei. Sie hört mir nicht einmal zu. Der Clan hat sie vorher schon kaum noch toleriert. Aber jetzt könnte sie selbst für den Olo Ektan zu viel sein. Ein Schandfleck für meine ganze Familie. Hier war sie also ruhig? Ich weiß es nicht. Es soll ihr einfach gut gehen. Aber die Giftwolken der Himmelsmenschen töten hier alles. Die Maschinen sind schuld. Wir müssen sie ausschalten. Es ist Verderbnis. Ein hässliches Wort für eine hässliche Sache. Eine solche hässliche Struktur der Himmelsmenschen ist in der Nähe. Wenn du die Verderbnis aufhalten kannst, wird meine Mutter vielleicht wieder die gute alte Nervensäge. Ich sehe eine Aushubmaschine, die den Seegrund absaugt. Sieht übel aus. Stiefel wären gut. Ich werfe einen Blick auf den Plan. Da, das muss es sein. Ich wette, die Kabel an den Bohrarmen kannst du leicht erreichen. Langsam dunkel. Beeilung ist angesagt. Vordere!
nicht entkommen! Ich hörte, wie du hierher kamst, Vefilu. Von Zorn getrieben. Ich hatte Hilfe. Wir mussten den Ort retten, Mutter. Es hieß, du seist bereit gewesen, allein gegen alle Himmelsmenschen zu kämpfen. Egal, ich bin froh, dass es dir gut geht. Die Verschmutzung durch die Himmelsmenschen hat nachgelassen. Ist wohl dein Verdienst. Bist du Nauk? Vefilu wollte helfen. Indem sie sich kopfüber in die tödliche Luft der Himmelsmenschen stürzt? Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Ich wollte nur wissen, was dich hierher zieht. Hier finde ich Gleichgewicht. Ruhe und Frieden. Für mich allein. Ich weiß, dass meine Worte manchmal zu scharf und direkt sind.
Ich brauche deine Hilfe nicht, Tochter. Ich wollte immer nur, dass du mich verstehst. Es ist egal, was ich dir geben kann, Mutter. Wie oft wird Gatnat noch gültig sein, bevor du wieder als untragbar aus dem Heimatbaum verbannt wirst und aus unserem Leben verschwindest? Daewoo und ich, wir brauchen dich. Tu dir das nicht an. Bitte, nicht nochmal. Dieser Ort war stark verschmutzt. Nicht wahr? Nun ist er wunderschön. Vieles kann wieder in Ordnung gebracht werden. Dann lass uns noch etwas bleiben. Wir können gemeinsam ein Gleichgewicht finden. Okay, versuchen wir es. Wie funktioniert das hier? Hier bleibe ich noch ruhig. Später schreie ich meine Wut in den Wind. So zerstreue ich meine Sorgen, bis ich die Leichtigkeit wieder in mir spüre. Wir brauchen... Alle. Einen Moment der Ruhe, um uns zu sammeln. Auch du solltest es ausprobieren. Es ist wirklich wieder schön hier, wie früher. Ist nicht die alte Höhle in der Nähe, wo ich fischen lernte? Wie war das Gericht? Hatte ich nicht gesagt, dass erlesene Zutaten der Schlüssel sind? Es war so lecker. Ich habe alles aufgegessen. Schon gut. Doch sag mir, wonach hat es geschmeckt? Nach Rindenfrucht und Pilzen, glaube ich. Und als ob meine Mutter mich während eines Sturms umarmt. Wie ein Feuer in einer kalten Nacht. Warum erinnere ich mich daran? Nicht alle Geschichten brauchen Worte. Auch Aromen und Gerüche finden das Herz. Ich hatte dir doch eine Geschichte versprochen. Wo hast du das Rezept gelernt? Eine Sarentu hat es mir in einer kalten Nacht beigebracht. Und zwar genau an diesem Ort. Warte. Eine Sarentu? Ja, sie war gütig, leicht zu amüsieren, aber auch voller Überzeugung, wie du. Woran kannst du dich sonst noch erinnern? Es tut mir leid, das war vor langer Zeit, aber sie konnte wunderschön singen und sie hatte deine Augen.
Oder hast du vielleicht ihre? Wir brauchen mehr Platz für die Verwundeten. Du flirtest mit Ärger.
Sieh dir das an! Völlig zerstört! Und Nejan wollte, dass ich hier bleibe. War es schon bei deiner Ankunft so? Ich habe ein paar der Himmelsmenschen erledigt. Nicht alle. Jemand war vor mir hier. Das Fluggerät ist nicht hier. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Es hat vielleicht zu tun mit... Sieht falsch aus. Nein, nicht jetzt. Ich frage mich, ob... So nicht. Jäger ruft Ikran. RDA sieht ihn, will Ikran töten. Ikran und Jäger fliehen in großer Eile. Nur ein Ikran kann die Fluggeräte der Himmelsmenschen vom Himmel holen. So nicht. Nein. Ein Ranahe-Jäger. Erfahren. Speer erzeugt Explosion. Tötet mehrere RDA. Sie hatten das alles geplant. Sie wollen die Himmelsmenschen aufhalten. Aber was noch?
RDA-Fluggerät. Luftangriff mit schwerem Schaden. Teile fallen vom Himmel. Etwas trifft den Baum. Es war kein Unfall. Die Himmelsmenschen wurden abgeschossen. Alles erledigt, denke ich. Hört mich jemand? Meldet euch! Passt auf, wir wissen schon, dass das Fluggerät am Arsch ist und dass ein Blauer euch aufgemischt hat. Ganz toll. Es sind Leute unterwegs, um euch beim Sichern des Fluggeräts zu helfen. Passt auf und versucht es nicht zu verkacken. Ich wünschte, Neyan könnte das sehen. Jemanden, der was tut und nicht nur redet. Anscheinend wollten sie es wirklich aufhalten. Sie haben das Fluggerät sogar verfolgt. Die Himmelsmenschen werden nicht so leicht aufgeben. Ich muss die anderen vor ihnen warnen. Sprich du mit Neyan. Die restlichen Trümmer müssen hier irgendwo sein. Man kann es riechen. Du hast schon mit den Himmelsmenschen zu tun gehabt, oder? Viel Glück. Da sind sie. Können wir ihren Baum nicht einfach in die Luft sprengen? Sie greifen unsere Lager an, zerstören unsere Maschinen. Befreit! Ernsthaft? Ich riskiere doch nicht mein Leben für einen riesigen Haufen Metall. Wann schnallen wir endlich, dass die Blauen es tun werden? Heute Nacht werde ich schlafen wie ein Star. Ich kriege hierfür besser Überstunden angerechnet. Wieso bin ich nicht so... Noch ein Vorschlag. Da kommt was! Thank you.
Die winzigen Himmelsmenschen! Unsere Speere wird sie schmücken wie Federn. Du flirtest mit Ärger. Leitau findet, dass diese Beeren reif sind. Meine Mutter hat es gewählt und Widerworte akzeptiere ich nicht. Komm nicht zu mir heulen, wenn Niwika was dazu zu sagen hat. Alle sagen, sie können kochen, aber niemand macht es so wie ich. Der Krieg ist unvermeidbar, besonders für Jäger. Großvater würde das gefallen. Wir dürfen den Krieg nicht ignorieren. Menschen sind Abschau. Schon wieder?
Wie konnten Sie es schon wieder zerstören? Frische Kräuter machen ein Gericht lebendig. Diese Etua hält sich für eine Kriegerin. Dazu würde ein bisschen Sakrokäse gut passen. Das ist ein einfaches Rezept. Könnte sogar ein Gammeltier. Gattnat muss lernen, zuzuhören. Es ist unehrenhaft, diesem Kampf zu entfliehen. Alle sagen, sie können kochen. Aber niemand macht es so wie ich. Der Krieg ist unvermeidbar, besonders für Jäger.
Dua mag leichtsinnig sein, aber sie hat gute Instinkte. Die winzigen Himmelsmenschen! Unsere Speere werden sie schmücken wie Federn. Leitau findet, dass diese Beeren reif sind. Wir sind keine zankenden Sessua. Das sollte Etua wissen. Großvater würde das gefallen. Edua hat recht. Die Himmelsmenschen sind abschauend. Gut, gut. Das ist ein Fortschritt. Alle sagen, sie können kochen, aber niemand macht es so wie ich. Fremder,